Servus die Malen und grüß euch die Buben. Im Hintergrund kann man vielleicht hören, am Fußballplatz ist wieder ein Fußballspiel im Gange. Wir haben im Augenblick 20 Grad und das am 14. Oktober. Gigantisch. Ja, es ist bereits 14 Uhr, wie gesagt. Hatte Vormittag noch einiges zu erledigen. Haben wir jetzt ein bisschen freigenommen. Und da schaue ich nur einen Sprung in mein Lager. Eine Kleinigkeit essen, dass das Teilchen hier nicht zu klein wird. Und ja, ich denke, ihr seid dabei. Also, gehen wir. Genau zuhört, man kann hier überall Stimmen hören. Klar, jeder ist bei diesem Wetter draußen. Ja, weiter. Ja, bin ich wieder im Lager daheim. Sieht noch alles perfekt aus, alles wie beim Alten. Mein Gelgit ist noch da. Das abgedeckte Holz. Dürfte keiner da gewesen sein. Ja, alles noch auf seinen Platz, wie ich es letzte Mal verlassen habe. Ja, freut mich natürlich. Herrlich, Homesweg, habe heute wieder mal den Solostuft dabei. Und dazu auch, was ich den letzten Overnighter schon im Einsatz hatte. Das Gelgitter, das passt hier ja perfekt. Ja, und das kann man natürlich auch super als Ablage, als Tisch oder Schneidebrett verwenden. Wo ich mir jetzt die kleinen Paprika schneide. Jetzt gibt es dann ein paar Chili con Carne, werde ich mir machen. Da peppe ich ein bisschen mit diesen Speckwürfel und ein paar von den kleinen Paprika. Und ja, wie gesagt, lässt sich hier natürlich sehr schön schneiden. Und an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an den Andreas S. Punkt, der mir diesen tollen Löffel geschickt hat, damit ich hier stilvoll zu meinem Trapper-Equipment passt. Dürfte Olivenholz sein. Schaut pipi-fein aus. Andreas, danke. Ah, ich habe hier schon mal vorgestellt meine Obststeigerln. Die werden wir da mal verwenden. In der Zwischenzeit kann ich hier super das Pfännchen draufstellen und dann schiebe ich ganz einfach den Solostuft runter. Also auch das Grillgitter ist nicht schlecht. Ja, und jetzt einfach drunter und Pfännchen drauf. Herrlich, schön knusprig. Und nun das Chili noch dazu. Sollte es zu heiß werden, geht man einfach her und stellt es etwas weg. Und jetzt noch die Paprikastückel dazu. Ja, Freunde, das Pfännchen ist fertig. Mal kosten. Und ich mache einen Krawall. Mahlzeit, Freunde. Ja, bevor ich jetzt esse, stelle ich mir gleich ein Wasser hin. Für mein Käfchen. Und das passt ja optimal. Dann ist das Wasser nachher gleich heiß, wenn ich mit dem Essen fertig bin. Ja, gepflegtes Pfännchen.
kommt gut. Lecker, ha? So, das war's. Pfännchen ist leer. War extrem lecker und natürlich mit dem Löffel noch viel besser. Schon soweit herrlich. Käfchen hinein. Ja, herrlich. Herrlich. Ja, es tröpfelt. Es rinnt eigentlich. Perfekt. So. Und heute gibt es wieder seinen leckeren Aromettizucker vom Bit. Ja, Freunde, das Käfchen ist wieder fertig, den werde ich jetzt genießen und diesen werde ich heute eigentlich drei Freunden widmen. Erstens der Beat F, der am Knie operiert worden ist, hoffentlich am Wege der Besserung. Kaffee Karlsruhe mit dem Schlaganfall, auch am Weg der Besserung hoffentlich. Und dann noch der dritte Kanal, Hubert Fluch, der bei einer Bergwanderung abgestürzt ist und mit Hubschrauber geborgen werden musste. Auch alles gebrochen. Mann, auf euch, Freunde. Ich wünsche euch natürlich allen eine gute Genesung und das Käfchen geht nur auf euch. Passt auf euch auf. Das Leben kann verdammt kurz sein. Ja, Musik habe ich auch aus dem Festzelt quasi, vom Fußballplatz bis hier rauf. Ja, was soll's, ist halt so. Das gehört dazu, aber Käfchen ist leer. Hat natürlich gemundet. Ja, im Augenblick ist es kurz vor fünf. Ja, werde schon langsam wieder zusammenpacken und Richtung nach Hause gehen. Hat mir wieder gut getan, auch wenn es immer nur ein paar Stunden sind. Selbst wenn es nur eine ist, das ist, da werden die Akkus so geladen, gigantisch. Aber ich glaube, das brauche ich euch nicht erzählen, das wisst ihr selbst am besten. So, packen wir zusammen, schauen wir, dass alles ausgebrannt ist und gehen wir wieder heim. Da müssen wir natürlich wieder sauber machen auch. Passt, gehen wir wieder. Ja, haben wir wieder alles zusammengeräumt. Und jetzt geht es wieder schön langsam retour. Wir haben jetzt 17.15 Uhr. Und jetzt gehen wir schön langsam heim. Wie gesagt, waren ein paar schöne Stunden zur Erholung. Bevor es noch lauter wird, verabschiede ich mich lieber gleich jetzt von hier, von euch und kann nur immer Danke sagen, dass ihr dabei wart und
man sieht sich beim nächsten Mal. Und der alte bewährte Spruch, sehr was die Malen und vierte.